True Final Boss in Bowser's Fury, aber kann ich ihn auch als kleiner Mario besiegen? Finden wir es heraus. Katztastisch, begrüße ich euch hier zu Bowser's Fury auf Katze. Und wir wollen, naja, Bowser nochmal besiegen. Nur das Besondere ist, dass ich mir selbst diese kleine Challenge gestellt habe. Schaffe ich es, als kleiner Mario diesen Riesenprotz zu besiegen? Denn ich erinnere mich an die letzten Kämpfe gegen ihn. Ich hatte immer die Befürchtung, dass er mich erwischt und habe immer schnell eine Glocke gesucht. Mal gucken, ob ich es jetzt wirklich ganz ohne Glocke schaffe, nur als kleiner Mario. Das heißt, ein Treffer und ich bin futsch. Aber hier kommt noch der Hinweis, wenn euch Bowser's Fury gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr verpasst. Hier ist für jeden was dabei. So, komm, kleiner Racker, zeig dich, wie siehst du aus? Nein, 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 Contenance, wir wollen geduldig sein und jetzt regnet es, jetzt geht's gleich richtig los. Achtung, 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 was wird passieren, was wird passieren? Ja gut, wir wissen es alle, oder? Außer irgendjemand, der das Video sieht, kennt das Ganze hier noch nicht, also das Spiel. Und da ist er auch schon, hä? Wo ist er? Hey, wo bist du? Wut Bowser, oh, da ist er. Boah, das ist gewaltig. Ja, wenn man direkt vor ihm steht, dann ist es echt nicht schön. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, wir gehen jetzt schnell zur Giga-Glocke, denn ich muss ja diesen großen Endkampf, The True Final Boss, aktivieren. Das Event sozusagen. Mario wächst, wird groß und da ist er auch schon. Katzen Mario. Mit Katzen Bowser Jr. und seiner Katzen-Clown-Kutsche. Da steht er da. Ganz cool und lässig. Und ich lasse mich jetzt natürlich erst einmal treffen. Ich ziehe ihm nichts ab, bevor ich nicht getroffen wurde. Das war Treffer Nummer 1 und jetzt... Jetzt hat er mich nicht erwischt. Komm schon. So, volle Kanne draufgelaufen. Okay, das ist jetzt die Herausforderung. Ich bin der kleine Mario und ich muss irgendwie unseren lieben Bowser hier besiegen. Wird mir das gelingen? Mit den Pfeilern ist das schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Und jetzt gibt es noch eine Stampfattacke. Dann haben wir ihm schon mal vielleicht ein Fünftel seiner Energie abgezogen. Ja, so plus minus. Ah, nicht ganz ein Sechstel. Okay, gehen wir schnell weg. Denn ich fürchte mich tatsächlich vor seiner... Ja, vor dieser Stampfattacke nicht unbedingt. Die kann ich ziemlich gut ausweichen. Aber was ich nicht beherrsche, ist tatsächlich... Der Kampf gegen Bowser, wenn er so angerast kommt. Also in seinem Stachelpanzer, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, Mario ganz stolz in seinem Blaumann. Achtung, Achtung, Achtung. So. Jetzt ist er da hinten. Ja, toll. Ich hasse es, wenn er so weit wegspringt. Das ist ja unmöglich. Finde ich alles andere als cool. Und hier mit diesen Fußbällen kann ich auch nicht wirklich umgehen. Zack. Ja, volle Kanne vorbei. Hey, aber der Treffer, der hätte doch jetzt gezählt, oder? Oder zählen nur die Treffer von den Fußbällen, die ich auch wirklich mit dem Fuß erwische? Keine Ahnung. So, komm mal hier rüber, Bowser. Wir haben so viele Pfeiler hier. Die möchte ich ungern verschwenden. Oh, Mario, jetzt sind sie alle weg. Okay, verstecken wir uns erst einmal. So, hier. Hier kann es nichts passieren. Wir müssen uns theoretisch nicht einmal ducken. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mache das jetzt mal teilweise trotzdem. So, Achtung. Jetzt kommt er gleich. Jetzt kommt er gleich. Jetzt kommt er angerast. Hier, da habe ich immer ein bisschen Angst. Vor allem, weil die Kamera so schwer dreht. Oh ja, ich sehe gar nichts. Ich weiß nur in etwa, wo er sich befindet. Okay. Hinten in der Matschepampe. Komm schon. Wow, er attackiert wieder. Schnell in Deckung. Mario muss immer noch zum Friseur. Ihm stehen wieder zwei Haare ab. So, okay, okay. Aber so geht es mir auch immer, wenn ich eine Mütze trage. Vor allem, dann sind die Haare so platt gedrückt, wie bei Mario. Irgendwas steht ab und ansonsten ist alles platt gedrückt. Oh, er kommt, okay. Oh, yeah, yeah. Okay. Einmal ausgewichen, zweimal ausgewichen und gleich das dritte Mal. Und die Stampfattacke folgt zugleich. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Ja, der Kampf
ist also noch lange nicht beendet. Ich muss den noch irgendwie austricksen. Was hat er vor? Jetzt kommen die ganzen Pfeiler. Wow. So, das nehme ich mal mit. Und der steht schon wieder für mich persönlich viel zu weit weg. Ja, toll. Jetzt habe ich den zwar einmal erwischt, aber... Ne, wisst ihr was? Ich hole einen Pfeiler und dann... Jetzt steht er auf. Soll ich? Springt er jetzt rüber? Wartet er? Ich weiß es nicht. Ich kann einfach mal... Ah, nee, nee, er kommt, er kommt. Okay, solange er meine Pfeiler nicht zerstört, ist alles super. So, Treffer 1. Okay. Treffer Nummer 2. Treffer Nummer 3. Und gibt es hier noch Pfeiler? Nee, die sind jetzt kaputt. Dann schnell meine Stampfattacke. Und kaboom. So, jetzt hat er noch ungefähr ein Viertel seiner Energie. Das sollte doch machbar sein. Schnell, schnell, schnell. Achtung, er springt wieder davon. Und wir bleiben in Bewegung. Das ist die beste Defensive. Klar, man kann sich auch irgendwo verstecken. Aber man sollte nie stehen bleiben. Entweder verstecken oder sich bewegen. Und so kann man den Angriffen ausweichen. So, das war Nummer 1. Das war knapp, das war knapp. Kommt noch ein drittes Mal? Nee. Der düst nur zweimal. Ich muss sagen, streng genommen ist der Kampf gar nicht so schwer, merke ich gerade. Ich habe da immer Panik geschoben, als mir das nicht gelungen ist, weil Bowser mich irgendwie doch erwischt hatte. Aber eigentlich total machbar. Also schaut mal, es hat nur noch ganz wenig Energie. Na, komm schon her. Schick mir noch mal ein paar Pfeiler, dann beenden wir die Geschichte hier. Und da kommt er auch schon. Ganz wütend. Zack, 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 zack. So. Okay, das ist jetzt alles kein Problem mehr. Ein Pfeiler noch, eine Stampfattacke und dann war's das für ihn. So, beenden wir das Spielchen gegen Bowser! Fury, Wut Bowser meine ich. Ha! Fury Bowser, jetzt ist er weg. Ich liebe diese Sequenz. Jetzt raus mit der Tinte. Eieieiei. Das ist ein toller Tinte gewesen. Okay, gut. Das ist ja der erste Schritt gewesen. Und jetzt kommt Bowser Junior und sagt... Ach Mensch, Papa, was ist denn los? Komm doch her. Komm, lass dich drücken. Kriegst eine richtige Umarmung von mir. Nein, ich will keine Umarmung. Ich will eine Revanche. Okay, hallihallo Bowser. Schön, dich zu sehen. Der ist natürlich nicht alleine da, der ist nicht einfach so da, denn er hat noch die Katzenglocken an sich gerissen und möchte sich jetzt verteidigen, indem er uns mit Feuer anspeit und viel mehr tut. Naja. So, jetzt geht der Kampf weiter in die zweite Phase, gehen wir über und jetzt werde ich einige von euch enttäuschen. Mensch, Katze, warum? Ja, ich sag's euch. Wisst ihr, warum ich euch jetzt enttäuschen muss? Ich krieg diesen Kampf nicht hin ohne Power-Ups. Ich hab den schon so oft gemacht, es gelingt mir nicht. Wisst ihr, warum? Ich kann den Angriff noch ausweichen, ja? Aber das hier, das kann ich so selten ausweichen, das gelingt mir einfach nie. Ich kann vielleicht die ersten Pfeiler, die mir entgegenkommen, ausweichen. Aber danach, was danach kommt, gar keine Chance. Also das ist vielleicht the true final boss, aber nicht mein persönlicher true final boss. Ich werde das aber für euch weiterhin üben. Und wenn ich es mal schaffe, dann drehen wir nochmal dasselbe Video, nur allerdings als kleiner Mario. Das heißt, ich lasse mich dann mehrmals treffen und zeige euch, wie ich auch diese Passage so gut beherrsche, dass ich hier als kleiner Mario durchkomme. Das Problem ist, dass Plessy nicht lange unter Wasser sein kann. Der ist ja nur für einen kurzen Moment unter Wasser. Oder wie könnt ihr das schaffen? Habt ihr das schon mal ohne Power-Ups geschafft? Wenn ja, bitte schreibt mir in die Kommentare euren Trick. Das ist wirklich Hardcore. Das ist wirklich das Nonplusultra. Das ist mal eine Herausforderung. Ja? Das, was ich gerade gemacht habe, das ist eine kleine Herausforderung, als kleiner Mario gegen Bowser anzukommen. Aber wer von euch schafft es auch hier? In dieser zweiten Phase als kleiner Mario, ganz ohne Power-Ups, Bowser zu besiegen. Das will ich gerne mal sehen. Also schreibt mir das in die Kommentare, wie man das schaffen kann. Aber ganz
Ohne Power-Ups, ja, das nicht. Aber mit Power-Ups haben wir zumindest relativ schnell heute sogar den bösen Bowser besiegt. Und da sind die ganzen Glocken. Und Plessy taut auf! Yay! Und jetzt gibt's natürlich die typische Szene, die kennen wir alle. Plessy zerquetscht Bowser. In letzter Zeit häufen sich übrigens die Kommentare von Personen, die mich noch nicht kennen, also die meine Videos vor kurzem erst entdeckt haben, die dann immer schreiben, Mensch, Katze, das heißt Bowser und nicht Bowser. Ihr müsst aber wissen, ich sag schon, seit ich ein kleiner Knirps bin, Bowser zu dem. Und ich behaupte sogar, dass die Japaner den so aussprechen, oder? Also irgendwo habe ich was im Hinterkopf, ja? Aber zumindest sage ich nicht Bowser. Also tut mir leid, seid mir nicht böse, so spreche ich den eben aus. Kann auch sein, dass manche Pikachu und nicht Pikachu sagen. Wobei Pikachu ist die englische Aussprache. Naja, Entschuldigung. Kurz ausgewichen. Kurzer Schwenk in eine andere Spielewelt. Hallo Bowser. Mann. Du warst schuld, ich hab dich gesehen. Du bist keine Katze, du bist mein Sohn. Aber ich will zu Mario. Nee, nicht so schnell. Übrigens hatte ich eigentlich gerade eben nicht mein Katzenkostüm an, oder? Oder doch? Weiß jetzt nicht. Egal. Ich glaube, diese Endsequenz gibt es nur im Katzenkostüm, oder? Oder gibt es die auch, wenn man ein anderes Kostüm trägt? Zum Beispiel Bumerang oder Feuerblume? Ich glaube nicht. Tut mir leid, aber du bist böse. Wir sind lieb. Ja, Spaß beiseite. Komm, zisch ab, Bowser Junior. Und jetzt kommt natürlich, ja, die drei Katzen. Habt ihr mein Katzen-Special gesehen gestern? Da haben wir, weiß nicht, 50 Katzen gesammelt. Schaut euch das Video unbedingt an, super lustig. Und Plessy kommt auch noch. Hey, Plessy. So, jetzt hole ich etwas nach, was ich nie gemacht habe. Der Tee brachte mich auf diese Idee, dass ich mal die Credits zeige. Das ist eben der Part am Ende eines Spiels, der gezeigt wird mit kleinen Sequenzen oder mit lustigen Bildern und natürlich auch mit all den Namen, die an dem Spiel mitgewirkt haben. Ja, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so spannend und auch mir sagen natürlich 99% der Namen überhaupt nichts. Ich möchte aber hier einfach mal die Chance nutzen, um allgemein über Bowser's Fury zu sprechen und demzufolge auch über Super Mario 3D World. Ich hab's ja schon mal am Anfang gesagt, am Anfang meiner Serie, klar, Bowser's Fury war ein neues Spiel, Super Mario 3D World gab es bereits auf der Wii U. Ich habe dieses Spiel, nämlich Super Mario 3D World, damals nicht gekauft. Ich besaß das also nicht. Das Spiel auf der Switch, was ja eigentlich nur ein Port ist, nicht mal ein Remake, nur ein Port, ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Add-ons gibt, nur dass man, glaube ich, online jetzt zusammenspielen kann, naja. Das alles kannte ich nicht und ich muss sagen, mein Resümee ist auf jeden Fall, ich meine, die Serie läuft hier ja auf YouTube noch, ziemlich cooles Spiel, hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja eher ein Fan von den klassischen 3D-Spielen, wie Bowser's Fury zähle ich jetzt mal dazu, ist ja, hat keine feste Kamera wie zum Beispiel in Super Mario 3D World. Und mein Lieblingsspiel ist nach wie vor Mario Sunshine, wobei Mario Odyssey auch sehr, sehr stark drankommt, ja. Aber auch Galaxy 1 und 2 sowie Super Mario 64 sind Top-Titel. Und ich glaube, jetzt habe ich alle klassischen 3D-Spiele durch, oder? Alles andere sind so 3D-Spiele, die aber in 2D ablaufen, wie zum Beispiel New Super Mario Bros. Und ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Super Mario 3D World als auch Bowser's Fury, also haben mir super viel Spaß gemacht und bereiten mir immer noch Freude. Kann man ja immer wieder spielen und sich kleine Challenges ausdenken oder ähnliches. Vielen Dank fürs Spielen, sagt Miauser, Katze, nee, sagt Bowser Junior. Und auch ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr noch Lust auf weitere Videos von mir habt, dann tippt mal rechts auf die Videos drauf, da gibt es Videovorschläge, die ich euch empfehlen kann und die könnten euch Freude bereiten. Und nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Einfach auf das Katzensymbol klicken und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Community. Bleibt katztastisch!